Julien. Das habe ich mal vom Psychologopathrapport lesen. Und meine Kurse findest du auf liebeschiff.de. Und heute haben wir mal wieder das Traumthema Vorgesetzter und Mitarbeiterin, glaube ich. Nachricht von Nikotov. Hallo Christian. Gerade müssen wir uns aufpusten. Ich habe mir zahlreiche deiner Videos angesehen, die mir vielerlei Infos gegeben haben. Auch deinen Kanal abonniert. Gerne freue ich mich auch über Kanalmitgliedschaften. Und an dieser Stelle nochmal, wir machen mal wieder so eine kleine Runde Twitch, mittwochs 20 Uhr. Und werde demnächst aufgrund dessen, dass ich nur schwer von meiner Ex loskomme, deine Kurse machen. Gern möchte ich dir allerdings meine Geschichte erzählen. Versuche ich doch loszulassen, auch wenn es schwerfällt. Ich habe ein Jahr mit meiner Partnerin zusammen verbracht. Wir waren viermal getrennt. Nicht kompatibili. So einfach, mein Job ist unfassbar. Das Besondere bei uns ist, dass wir in einem Unternehmen arbeiten, ich in der Hierarchie über ihr stehe. Ich bin Ende 40 und war, nachdem ich von meiner letzten Partnerin getrennt war, länger als 2 Jahre Single und auch nicht einsam oder unzufrieden mit der Situation. Auch wenn man sich natürlich eine Partnerin wünschte, aber nicht aktiv auf der Suche war. Sie ist Ende 30, war in einer langen Beziehung, hat diese beendet. Den genauen Grund kenne ich nicht, kann es nur vermuten. Schließlich zog sie dann eine andere Wohnung mit einer Freundin und deren Freund sowie ein Mitbewohner, da diese in einem Haus wohnen. Sie lernte einen Arbeitskollegen kennen und kam mit diesem zusammen, was aber auch nur 3 Monate hielt. Wir haben uns über die Arbeit kennengelernt. Ich muss dazu sagen, dass sie sogar meine Mitarbeiterin ist. Tja, was soll man dazu sagen, ne? Creates all kind of problems in der Regel. Aber gut, es lernen sich viele Leute über die Arbeit kennen. Ich würde dann natürlich immer, kann man auch gerne machen, empfiehlt sich dann zumindest in einer Abteilung irgendwie. Und also ein Vorgesetztenverhältnis, sehr sportlich, sehr mutig, kann auch, je nachdem wie groß eure Firma ist, kann das auch Compliance-Probleme machen und. Was für mich aber nie ein Problem darstellt. Ja, das ist, stellt immer erst dann ein Problem ein, wenn es ein Problem wird, sag ich mal. Ne? oder wenn andere mit einem Problem haben. Ne? Im Gegenteil, ich hatte mich nun nach einer gemeinsamen Unternehmung in sie verliebt, was sicherlich nicht vorhersehbar war. Sie sprach anfangs immer von ihren Verkorksung und dass sie sich ändern wolle. Ich wusste seinerzeit noch nicht, was ich darunter zu verstehen habe. Ich sagte immer, ich will dich als Mensch, wie du bist. Ja, dafür muss man erstmal jemanden richtig kennenlernen, bevor man das wirklich sagen kann, ne? Auch sprach sie von einer sehr strikten Erziehung, da ihr Vater bei der Polizei tätig war. Zudem wäre auch schon hilfreich, wenn ihr so richtig vollständige Sätze schreiben würdet. Ich glaube, hier steht zudem ihre Schwester. Die erste Phase war toll, da das ja immer so, sonst würde man es ja gar nicht machen, wenn ich wenigstens irgendwas gut wäre am Anfang. Wir haben schnell gemerkt, dass es viele Gemeinsamkeiten gibt. Streit gab es ab und zu aufgrund von Nichtigkeiten in meinen Augen. Kommunikation lief gefühlt ab und an aneinander vorbei. Nach 4 Monaten und dem ersten Urlaub dann das erste aus. Ja. Die 100 Tage, das Uhrwerk der toxischen Beziehung läuft. Es ist immer das gleiche Ablaufbuch irgendwie. Das ist echt unfassbar. Eieiei. Ein Anruf am Abend, dass sie mir nicht die Gefühle geben kann, die Nähe, die ich benötige. Ja gut, ich meine, das kann natürlich, die meisten Beziehungen gehen nach 6 Monaten auseinander, weil man einfach nicht von der Verliebtheit in die Beziehung kommt. Machen wir mal wieder ein bisschen ernst hier. Und das kann natürlich alle möglichen Gründe haben. Ne? So. In der darauffolgenden Woche schreibe ich ihr eine kurze Nachricht, dass ich sie vermisse.
Mach mal eine Datingkurse, Leute. Ich würde sowas nie empfehlen. Wenn die Frau sich trennt, also auch aus Polaritätsgründen, dann würde ich sagen, alles klar. Wunderbar, wenn du es dir anders überlegst, melde dich. Ich hätte Bock gehabt, weiterzumachen und dann drehst du dich um und gehst und datest sofort die nächste oder was auch immer du machst. Aber man schreibt nicht hinterher, ich vermisse dich. Wenn sie sich getrennt hat, würde ich never ever machen. Ne? Weil die ist ja von dir weggegangen, ne? Muss sie auch wiederkommen, ne? Sie erwiderte, sie dürfe es eigentlich nicht schreiben, also sie vermisse mich auch. Was ist das denn schon wieder für ein verrückter Satz, ey? Wieso darf sie das denn nicht schreiben? Ach, das ist diese, ich kann diese verschwurbelte Sprache, ach, ich kann für mich ist diese Sprache unehrlich. Was soll denn das heißen? Ich darf es nicht sagen, aber was soll denn das heißen? Das ist, ich weiß nicht. Eine weitere Woche später haben wir uns auf ihre Initiative hin getroffen, immerhin wieder auf ihre Initiative, und waren wieder ein Paar. Ja, ich kann nur sagen, also so gern ihr das auch hättet, und ihr könnt mir so viel On-Off-Beziehungen schicken, wie ihr wollt. On-Off heißt nicht kompatibel. Also es tut mir wirklich total von Herzen leid, dass ich da nichts anderes zu sagen kann, aber das heißt einfach, dass es nicht passt. Klar kann man Dopamin mitnehmen und immer schön on, off, Versöhnungsex, toxischer Sex, vermissen, weinen, wieder zusammenkommen. Könnt ihr alles machen. Nur stellt euch darauf ein, dass es nicht aufhören wird und dass die schlechten Zeiten immer mehr werden. Diese Phase hielt aber nur, also sie waren wieder ein Paar, diese Phase hielt aber nur 4 Wochen. Jede Runde wird beschissener. Erst 4 Monate, jetzt 4 Wochen. Und irgendwann sind es 4 Stunden. Ne? Wieder eine Nachricht von ihr, nachdem wir uns nach einem gemeinsamen Ausflug am Abend verabschiedet hatten. Sie wollte eigentlich nochmal mit mir am Telefon reden, ist aber eingeschlafen. Sie wolle ehrlich zu mir sein, da ich mit meiner Aussage, sie hätte sich wieder zurückgezogen, recht habe. Ja, es kann natürlich auch heißen, dass du nicht, also neben den ganzen Liebeschip-Themen, kann es auch heißen, dass du nicht. Oder ich frage dich, ob du genug in deiner Polarität warst, weil diese Frau ist nicht richtig verliebt. Jetzt ist Polarität nur ein Faktor. Es war meiner Ansicht nach ein notwendiger, aber kein hinreichender. Also es könnten auch andere Sachen schiefgelaufen sein, aber das war nochmal als Hinweis. Ne? Sie wollte eigentlich nochmal mit mir am Telefon reden. Nee, sie hätte sich wieder zurückgezogen. Sie hat es in diesem Moment noch nicht zugeben wollen, da sie sich das anders gewünscht hätte. Tja, was soll man dazu sagen? Die gemeinsame Unternehmung, das gemeinsame Lachen hätten ihr so gefallen. Ja, das ist wieder hot and cold. Das ist wieder, mir hat alles so gefallen. Mir hat alles so gefallen. Es war so, so schön mit dir. So schön. Aber leider müssen wir uns trennen. Aber es war so schön mit dir. Aber leider müssen wir uns trennen. Das fickt mit deinem Kopf solche Aussagen. So, ne? Vor allem, wenn man selber mehr verliebt ist, ne? Was ja offensichtlich der Fall ist. Die gemeinsame Unternehmung, das gemeinsame, also ja, wir trafen uns also am darauffolgenden Tag, an dem sie mir unter Tränen mitteilte, sie hatte keine Gefühle mehr für mich. Ich übergab ihr ihre Sachen, sagte ihr, ich akzeptiere ihre Entscheidung und verabschiedete mich und ging sofort in die Kontaktsperre. Ja, jetzt machst du es richtig. Löschte den Chatverlauf und den Kontakt im Handy. 3 Wochen später kam wieder eine Nachricht von ihr. Sie würde denken, sie sei bescheuert, aber sie würde gerne nochmals mit mir reden. Ja, also ich glaube jetzt nicht, dass sie das irgendwie bewusst macht, sondern es ist so, wie sie ist. Also ich weiß jetzt auch noch gar nicht, wie sie ist, was ja eigentlich kommt, was über sie geschrieben. Aber On-Off funktioniert halt nicht. Ne? Also klar kann man dann drüber nachdenken, was da jetzt los ist, aber naja. Und dass du sie jetzt hier nicht blockst, kann ich auch verstehen, weil du hast das ja nicht das Gefühl, dass es irgendwie toxisch war. So, ne? Also, dass sie nicht mit dir reden will, ist ja, also, dass es um was anderes geht, ist ja auch klar. Nach ein paar Stunden schrieb ich zurück, dass ich das möchte. Wir kamen also wieder zusammen. Wieder versprach sie, an sich zu arbeiten. Ich hatte ihr auch zu verstehen gegeben, dass ich keine On-Off-Beziehung möchte. Nichts dagegen habe, wenn sie ab und zu ihre Auszeit benötigte. Sogar angeboten, sie könne meine Wohnung nutzen in diesen Zeiten, um sich zurückzuziehen. Ich habe die Möglichkeit auch an
meinem Drittwohnsitz in Timbuktu für eine Woche zu arbeiten. Sie fragte mich, ob ich trotzdem mit ihr den vor der letzten Trennung geplanten Urlaub fahren wolle. Sie hatte gebucht. Sie hatte nach der Trennung storniert, da sie davon ausging, es war diesmal endgültig. Wir hatten einen sehr schönen Urlaub, keinen Streit, außer der Rückfahrt, wo es um den Ort der... Na, ist ja auch egal. Angekommen zu Hause, habe ich sie abgesetzt und mich schweren Herzens von ihr verabschiedet. Eine Woche später fuhren wir ein Wochenende weg. Stimmung war gut. Allerdings gab es in der gesamten Beziehung viele Höhen und Tiefen. Ja, jetzt kommen wir ja mal so langsam zum eigentlichen Problem, denke ich. Haben wir uns natürlich schon gedacht. Viele kleine Streitigkeiten wegen unsinnigen Themen. Ja, es ist ja auch, also die Männer haben eigentlich immer den gleichen Typ Frau, die mir schreiben. Ne? Emotional, was auch für viele Männer schön ist, emotional, bisschen dramasüchtig, Streit wegen absoluten Kleinigkeiten, on-off, leere Versprechungen, kalt, heiß, die sind eigentlich alles immer das Gleiche. Das macht Männer Herzen scheinbar mürbe. Und ja, ist auch hier scheinbar der Fall. Es kam also nach weiteren 2 Monaten zur dritten Trennung. Alter, also hier ist, also bei einer dritten Trennung muss man wirklich sagen, das ist, dann kann sie mit dem Kopfstand bei dir vor der Tür stehen oder sie kann Salto springen oder sie kann ein Aufgebot bestellen, ich weiß es nicht, dann ist der Drops einfach, der ist einfach gelutscht. Also diese Frau ist einfach mit dir nicht fähig, eine Beziehung zu führen und vergiss es, egal wie verliebt du bist, vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es, vergiss es. So, ich hatte es irgendwie auf der Rückfahrt nach Hause bereits gespürt. Ja, das kenne ich, dieses Gefühl, dass man schon weiß, das geht wieder schief. Man kann eigentlich nichts machen, ne? Zu Hause angekommen, legte sie sich kurz hin. Nach einer Stunde kam sie runter, packte ihre Tasche und stand in der Tür zum Flur und wusste nicht, was sie sagen soll. Sie sagte, ist es wieder soweit? Sie ging ohne einen Ton und einen Blickkontakt und fuhr nach Hause. Ey, nett, ey. Am Abend schrieb sie dann wieder, dass sie leid täte. Ja, aber kann jemand, wenn jemand immer das Gleiche macht, dann bringt auch eine Entschuldigung nichts. Also ich glaube ja, dass die nicht anders kann, aber... Ne. Die Situation sei gerade beschissen und sie fühlt sich wie der letzte Arsch. Ich schrieb zurück, dass das Einzige, was wehtäte, die Tatsache sei, dass sie einfach gegangen ist und wieder alles hinschmeißt. Auf meine Frage in Brandes Leger antwortete sie, dass ich jemanden verdient hätte, der mir die Nähe geben kann, die ich benötige. Ja, das sehe ich eigentlich auch so. Und jemanden, der mir die Liebe gibt, die ich gebe und verdient hätte. Aber das, ich lese zwischen den Zeilen, dass du zu viel gemacht hast, dass du nicht in deiner Polarität warst, vermutlich. Sie können das einfach ab einem bestimmten Punkt nicht mehr kontrollieren. Ja, das glaube ich auch. Ich akzeptierte erstmal die Trennung, die mir aufgrund der Worte und der gemeinsamen Zukunftsplanung, na, haben wir ja ein bisschen Future Faking, immer schwerer fiel. Ich kam also zu den Ex-Zurückratgebern auf YouTube. Meiner Ansicht nach könnt ihr euch das schenken. Also, es ist ja schön, die Welt ist bunt, könnt ihr machen. Aber ich weiß nicht, warum man, wenn eine Frau, warum man sich anstrengen sollte, eine Frau wiederzubekommen, die von sich aus gegangen ist. Ey, dann, wenn als Mann, der selbstbewusst ist, sagst du dir, ja, selbst schuld, soll sie gehen. Das ist in der Polarität, ne? Und klar, wenn man selber Scheiße gebaut hat, das ist was anderes, aber dieses ganze Ex zurück ist eigentlich nicht so kompliziert, wie es immer dargestellt wird. Also man, ich habe ja auch schon Videos zu gemacht, also wenn die Frau geht, da, also wenn der andere geht, dann sagst du, ja, ist schade, melde dich, wenn du wieder weitermachen willst, wenn ich dann noch da bin. Und wenn man selber Scheiße gebaut hat, dann entschuldigt man sich und sagt, ja, sagt einmal, wie sieht's aus, ich habe Scheiße gebaut, ich entschuldige mich, ich würde gern weitermachen. Und dann versucht man halt weiter daran zu arbeiten, wenn der andere es auch will. Ne? Also da, aber irgendwie diese irgendwelche ausgefeilten WhatsApp schreiben, SMS schreiben, halte ich für absolut unnötig und rausgeschmissene Zeit. Aber das ist nur meine Meinung. So, ich entschloss mich auch zu einem Coaching, welches allerdings kurz danach dessen, aufgrund, dass wir wieder zusammenkamen,
beendete und setzte mich mit dem Thema Bindungsangst, so viel Lustangst auseinander, um zu verstehen, was vorgefallen ist. Ich wollte sie ja zurück, obwohl ich mir wenig Hoffnung machte. Aber 4 Wochen später saß sie heulend und aufgelöst vor meiner Türe. Sie hatte nicht die Erwartung, dass ich sie zurücknehme, doch die hat sie bestimmt. Wir fühlen uns in die Arme und ich war froh, sie wieder zu haben. Vielleicht solltest du auch mal fragen, was sie so in der Zwischenzeit gemacht hat. Das würde ich auch mal interessant finden. Wir gingen an jedem Abend noch gemeinsam spazieren. Wieder habe ich ihr gesagt, dass es viele Chancen nicht mehr gäbe. Ja, aber das kannst du, brauchst du nicht sagen. Nachdem du ihr schon die 4. gegeben hast, da wird sie auf dein Verhalten achten, nicht auf deine Worte, ne? Dass ich sie eben nicht mehr verlieren möchte, aber Lösung mit ihr finden möchte. Diesmal habe ich erst langsam angegangen. Wir haben die ganze Nacht nach der Versöhnung nicht miteinander verbracht. Keine Indoor-Olympics. Jeder Nacht ist in seine Wohnung. Ja, man kann einfach meiner Ansicht nach nichts machen gegen diese Dynamik. Du kannst Salto machen, Kopfspringen. Also ich habe das wirklich mehrere Male versucht, ein paar Jahre lang on-off hatten, mich da echt reingekniet. Also klar, vielleicht gibt es irgendwo am Nordpol vom, weiß ich nicht, vom, von der Robbenstation der Leiter, von dem die Tochter und von dem der Gärtner. Da hat es vielleicht mal einmal geklappt, aber meine Erfahrung ist, keine Chance. Kriegst du nicht aufgelöst. Wie gesagt, man kann jetzt diskutieren, wann on-off ist, aber nach 3 offs würde ich auf jeden Fall sagen. Ne? So, die nächsten 2 Monate liefen reibungslos, bis auf die kleinen Streitereien. Leider habe ich aber auch kaum Grenzen gesetzt. Ja, das ist ganz wichtig. Du bist wahrscheinlich schon mürbe durch dieses ganze Hin und Her. Agierst du wahrscheinlich nicht polar. Ja. Wir planen eine gemeinsame Wohnung oder Haus zu suchen. Also gerade bei so einer Frau ist das super wichtig, klare Grenzen zu haben, ne? Sonst tanzt sie dir auf der Nase rum. Sie wollte sich mit mir ein gemeinsames Nest einrichten. Na, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Das hört sich nach Future Faking an. Die Initiative ging von ihr aus. Ja, das spielt keine Rolle. Ich freute mich natürlich und plante mit. Sie machte den Vorschlag, schon mal zu mir zu ziehen und ihre Wohnung zu kündigen, um schon mal für die gemeinsame Wohnung zu sparen. Aha. Sie teilte mir in einem Telefonat mit, dass sie die Wohnung gekündigt hätte und sie könnte bald bei mir wohnen. Ich sagte ihr, lass uns das nochmal besprechen. Dazu kam es nicht mehr. Sie wohnt immer häufiger bei mir und seit ein paar Monaten auch ganz. Okay. Während meiner Abwesenheiten aufgrund beruflicher Termine oder Besuche der Eltern wohnte sie allerdings in ihrem alten Zuhause. Verstehe ich nicht. Wir verbrachten ein schönes Weihnachtsfest und planen ein verlängertes Wochenende an der sibirischen Seenplatte mit Besuch bei ihren Eltern, die dort leben. Der Urlaub verlief reibungslos. Wir hatten allerdings keine Indoor-Olympics. Jetzt geht das die nächste Baustelle los, ne? Lauda, also ich glaube, die hat, also diese Frau und du vielleicht auch, hat, glaube ich, echt ein Bindungsproblem, ja. Also was mit Bindungsangst, ne? Bei dir vielleicht mehr passiv, aber das kommt schon sehr bindungsängstlich rüber. Und oder es gibt ein Polaritätsproblem. Da hatten wir beide Geburtstag. Ich fuhr zwischen den Geburtstagen zu meinen Eltern, da sie arbeiten musste. Auch an den Geburtstagen hatten wir keine intimen Phasen. Ich hatte auch keine Lust, sie darauf anzusprechen, hatte ich doch auch die Erwartung, dass die Initiative mal von ihr ausging. In der Regel lief es so ab, dass ich den Wunsch äußerte, mit ihr zu schlafen. Sie sagte dann, wenn wir noch wollen, dann jetzt oder heute Abend. Das hat dir wahrscheinlich gefallen, ne? So dieses Explizite, könnte ich mir vorstellen. Ausziehen durfte ich sie nie. Also du bist da wirklich, du stellst sie so auf den Podest. Muss ich jetzt echt mal sagen, ja? Mann, das ist einfach eine Frau. Das ist nicht besser oder schlechter als andere, ne? Dazu gab es am Anfang Streit, da dies für mich dazugehörte. Vor allem, wenn man nach einem schönen gemeinsamen Abend in die Kiste wollte. Sie lag meistens schon ausgezogen im Bett unter der Decke. Ja gut, das sind jetzt auch so Details. Ne? Das war für mich aber auch kein Problem mehr, auch wenn es mir anders gewünscht hätte. Ich wollte aber auch auf ihre Bedürfnisse Rücksicht nehmen. In ihren Geburtstag wollte sie mit den Freunden aus der alten Wohnung reinfeiern. Uff. Junge, Junge, Junge. Die treibt es ja echt wild mit dir, ey. Die grenzt sich schon sehr aus, ne?
Vor der Party sagte sie mir, dass ihre beste Freundin auch käme. Und da sie schon mal um Verständnis bitte, dass sie wenig Augen und Zeit hätte für mich auf der Feier. Ah, okay, du darfst kommen, aber du darfst keine besondere Rolle spielen. Okay. Ach, jetzt kommt's doch. Am Tage meiner Rückfahrt von meinen Eltern hat sie noch gefragt, ob es okay ist, wenn ich nicht dabei bin. Alter Falter, ey. Oh, ist das mies, ey. Ist ja wieder das Gleiche wie, ja, lass uns auch eine Hochzeit machen, nur es wäre besser, wenn du gar nicht erst dabei wärst. Vielleicht können wir einen Schauspieler für dich besorgen, der die Hochzeit macht. Also, die hat auf jeden Fall einen Respekt vor dir verloren. Ja. Vielleicht hat sie ihn aber auch nie gehabt. Es gibt auch Frauen, die haben einfach keinen Respekt vor Männern. Da war ich erstaunt über die Aussage. Das verstehe ich. Am Tage der Rückkehr von meinen Eltern hatte ich sie dann auch gefragt, ob es okay ist, wenn ich an dem Abend nicht dabei bin. Ach, du hast es. Sie können damit ihren Mädels Gas geben. Also das verstehe ich jetzt nicht so richtig, wer jetzt damit angefangen hat. Aber warum bist du denn nicht dabei? Dann ist doch ihr Geburtstag. Das macht dich doch nicht so klein, Mensch. Ey. Würde mich um den Hund kümmern und diesen mit zu mir nehmen. An ihrem Geburtstag verbrachte sie dann den Vormittag mit der besten Freundin. Du machst dich da auch echt zu klein, finde ich, ja. Die einen was geschenkt hatte. Ich holte sie dann nachmittags ab. Es lief an jedem Tag nichts mehr. Sie war zu müde und legte sich hin. Ja, das hört sich nach Spaß an. Wir gingen also nicht mehr aus. Am Wochenende drauf fuhren wir dann wieder in den gemeinsam geschenkten Urlaub in ein Ferienhaus. Streit gab es in dieser Zeit auch nicht, aber auch keine intimen Phasen oder Zärtlichkeiten. Am letzten Tag hatten wir dann wieder Diskussionen, die absolut überflüssig waren, aus dem Nichts kamen. Diesmal war ich so weit, dass ich über Trennung nachdachte. Wir hatten nun 8 Wochen keine Zärtlichkeiten ausgetauscht. Ja, würde ich ansprechen als Mann, würde ich sagen, sorry, wir sind zu frisch zusammen, ist für mich nicht akzeptabel. Also natürlich niemanden drängen zu irgendwas, kannst du ja auch nicht machen. Sondern einfach sagen, also mit so frühen sexlosen Phasen muss man echt ansprechen, ne? Würde ich echt sagen. Sorry, das habe ich keinen Bock immer Blue Balls zu kriegen hier. Na, das ist nichts für mich, würde ich echt so sagen, irgendwie, ne? Also klar, wenn man jetzt 20 Jahre zusammen ist, kann man natürlich nehmen, aber jetzt in so einer beginnenden Beziehung ist wahrscheinlich zu viel näher, ja. So, du bist jetzt in der Verlustangst, hab mich oft bei ihr entschuldigt, zu oft. Ja, das glaube ich auch. Ah, es kommt noch so ganz viel hin und her. Ist jetzt, glaube ich, nicht so relevant. Am Abend eines bestimmten Tages sprach ich sie am Abend aus dem Affekt den Gedanken an, ob sie das mit uns wirklich noch durchziehen wollte. Die Folge war keine Antwort und kein Blickkontakt. Es hat sich dann wieder entschuldigt. Du musst dich nicht so viel entschuldigen, ne? So, da hat sie gesagt, merkst du nicht, es geht wieder los. Sie äußerte wieder, wie bei den letzten Trennungen, sie würde gerne mit mir kuscheln oder lachen. Ja, also ganz ehrlich, also je länger die Mail wird, umso mehr denke ich, klar, jetzt die Sachen, die ich eben gesagt habe, kannst du dir mal angucken, aber ich glaube, das hat alles nichts mit dir zu tun, ne? Die hat da scheinbar echt Intimacy-Issues und kannst nichts machen, ne? Kannst echt nichts machen. Keine Zärtlichkeiten, sie äußerte wieder, ja, sie wollte nur kuscheln und hat sich wieder zurückgezogen in die alte Wohnung. Okay, wieder Kontaktsperre. Hast du ihr wieder geschrieben? Und sie hat gesagt, dass sie dich nicht weiter verletzen wollte. Ja, das finde ich auch korrekt. So, ich habe sie nun jetzt einige Wochen nicht mehr kontaktiert, vermisse sie natürlich. Ja, dieses On-Off macht halt total süchtig, ne?
Mein Muster war gar, das Muster war immer das Gleiche. Ja gut, das haben wir, glaube ich, geklärt. Ich stelle mir immer die Frage, ob es sich tatsächlich hier um jemanden mit Bindungsangst handelt. Ja, wie gesagt, das, ich habe jetzt ja mal ein paar Fragen aufgeworfen und die kannst du ja versuchen, mal für dich zu beantworten. So. Genau. Ob es sich um eine toxische Beziehung handelt, aufgrund des ständigen Zunichtemachens von guten Stimmungen. Ja, also, ja, vor allen Dingen, du kommst ja auch in so eine Liebessucht jetzt da rein. Ja, es hat schon ein bisschen was Toxisches. Jetzt nicht so doll wie in anderen Mails, aber doch, doch, würde ich schon sagen. Ne? So, du warst sehr verliebt in sie oder bist du auch noch? Jetzt sprichst du über Paartherapie. Sag mal, willst du ernsthaft nach einem halben Jahr Paartherapie machen, ey? Ich weiß nicht. Das, also sie will ja auch gar nicht mehr, ne? Ich glaube eigentlich auch nicht an eine Veränderung ihrerseits, auch da ihre Schwester eine sehr toxische Beziehung geführt hat, die letztlich im Streit und Anwalt endete. Die beiden bezeichnen uns immer als vorbildliche Beziehung. Okay. Gut, ist auch nicht so wichtig. Gibt es hier noch eine Chance oder sollten wir Abstand nehmen? Gut, ich habe keine Glaskugel, aber ich weiß nicht, wo da eine Chance sein soll. Also ich würde tatsächlich sagen, Abstand nehmen. Und weil sie ja immer geht, gibt es sowieso keinen Grund. Also für dich ist es eigentlich gehofft, wie gesprungen. Du kannst einfach weiterziehen und dein Leben leben, ein nice, geiles Leben leben und verdammt glücklich werden. Hoffentlich. Und ich würde mich überhaupt nicht mehr um sie kümmern. Ja, mach die Arbeit, mach vielleicht ein paar Kurse. Geh aus dem Liebeskummer raus. Und wenn sie sich meldet, das ist die einzige Frage, was du dann machst. Aber das wird nicht anders werden. Ey. Also, willst dich immer wieder verletzen lassen? Ey. Also, klar, du kannst sie natürlich jetzt auch... nee, also... Klar, dann manche fragen mich dann immer, dann könnte ich ja auch in eine Affäre gehen. Aber das tut dir, glaube ich, nicht gut. Das ist auch nicht dein Style. Und du kommst dann auch aus diesem Liebessüchtigen nicht raus. Also ich fürchte, der Drops ist gelutscht. Aber wie gesagt, ich habe keine Glaskugel, aber das wäre mein Rat. Könnt ihr mal kommentieren. In diesem Sinne, wir sehen uns bald wieder.